Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir sind noch dabei, das Feld kalken zu lassen. Das darf er jetzt mal noch fertig machen. Wir werden jetzt mal den Grubber versorgen, beziehungsweise den Pflug. Oder nee, wir werden nicht versorgen. Aber wir fahren mal hier auf die Platte. Moment, dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen Kies. Landschaftsbau malen. Ne, nicht Asphalt. Ich hätte gern. Ah, Cobblestone vielleicht. Schotter. Ah, nimm mal Schotter, oder? Das ist doch schön. Eieiei. Ah, das ist dann schon wieder fast zu groß. So. Jawohl. Ja, das sieht doch gut aus. Moment, da fahren wir aber einmal noch komplett raus. So. Passt, ja. Ju. Genau, jetzt haben wir hier so eine Art Parkplatz eingerichtet für Maschinen und Geräte, die wir ja am nächsten Tag auch nochmal brauchen. Hier schön den Parkplatz, passt wunderbar. So, okay, da haben wir ein bisschen rausgemalt, aber das stört jetzt auch nicht. Es sieht einfach so aus, als wäre da auch mal Schotter gewesen, weil es überall mal so ein klein bisschen über den Zaun ragt. Und man einfach draußen es ja, gepflanzt hat. So, der sammelt weiterhin fleißig die Steine auf von Feld 3. So, der ist jetzt leider, hat es nicht gereicht, dass wir das leer bekommen. Ah, davon mal speichern. Den können wir aber theoretisch von oben stehen lassen. Theoretisch brauchen wir pro Stunde 10.500. Ja gut, es sind nur 10.500 Liter die Stunde. Also ist nicht so viel. Aber kann der halt einfach hier oben stehen. Der steht jetzt dort. Hier am Kalk streuen. So. Stehen wir mit dem hier und mit dem hier. Ja, der muss sowieso stehen bleiben, weil wir mit dem gerade nichts anfangen können. Wie sieht's aus? Gehen wir ins Sägewerk, holen da uns auch noch die Paletten raus. Ja, komm. Machen wir das Sägewerk noch leer. Hätten wir sonst noch was, was wir fahren könnten? Ja, die Molkereiprodukte. Das haben wir, das haben wir. Das können wir leider nicht machen. Da wir ja leer sind. Hier läuft er jetzt auf zwei Schienen, also der wird jetzt hier ordentlich Silage produzieren. Deswegen möchte ich eigentlich gerne auch so ein Luzernefeld. Dünger wird auch gut produziert. Haben wir auch wieder Flüssigdünger gut reduziert. So, aber wir fahren jetzt ins Sägewerk und holen von dort einfach noch die Paletten. Das ist einfach das, was wir jetzt zwischendurch machen können. Im 1,1 Millionen. Hammer. So, und die Bretterpaletten laden wir jetzt aber als letztes aus. Weil, kann ich euch sagen, fahren wir nämlich über die Werkstatt und tun dort dann mal ein paar Bretterpaletten wieder reinbringen. Dass das dann auch wieder gefüllt ist. Dann haben wir die Werkstatt komplett gefüllt.
und sie geht uns im ersten Moment nichts mehr an. Oder was heißt, sie geht uns nichts mehr an? Sie kann weiterhin produzieren. Schön fleißig. Weil Diesel haben wir ja auch schon aufgefüllt. Ich finde, dann können wir auch das andere auffüllen. Brett haben wir gesagt als letztes. Na komm, wir holen alles raus. Aus dem Sägewerk. Bei Bretter haben wir fast eine komplette Palette dann noch, wäre dann noch drin im Sägewerk. Und das muss ja nicht sein. So, schauen wir an. Genau. Zack, wird alles rausgegeben. Sup. Jetzt haben wir alles draußen. Fahren an der Werkstatt vorbei. Aber da müssen wir auf jeden Fall. Upsala. Also wir können einmal schön nach vorne strahlen. Komplett. Ja, der hat ein bisschen langen Bremsweg. Mit den ganzen Bretterpaletten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah. Ah, das ist doch ätzend. Ah. Okay, es wird jetzt eine Kunst sein, da überhaupt hochzukommen. Ah. Zack, haben wir geschafft. Wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, wie eigentlich gewollt. So, jetzt schauen wir aber trotzdem mal noch in die Werkstatt. Wie viele Bretter denn da reinpassen? Okay, es wird auf jeden Fall abgenommen. Ja, 4 Paletten nur noch. 1, 2, 3, 4. Und die 5. Palette, die ziehen wir mal ein bisschen raus. Lassen wir jetzt mal das alles einziehen. Die wird jetzt. Ja, komm, das reicht. Das reicht. Bringen wir das jetzt in unsere. In unser Lager, dann haben wir das nämlich auch erledigt. So. Haben auch schon einige Feldflächen. Aber wir müssen definitiv noch mehr machen. Also, wir können hier definitiv mal das Licht ausschalten. So, machen wir das normale Fahrlicht an. Das reicht ja. Das heißt, wir fahren jetzt in das Lager, bringen das ab, bringen das hin. Und dann werden wir die kompletten Produkte noch aus der Molkerei holen. Obwohl, nee, ich würde sagen, wir warten doch die 22 Stunden ab. Und dann haben wir wirklich die kompletten Produkte aus der Molkerei. Wie sieht's aus? 8% haben wir noch im New Holland. Hoffentlich hält der noch so lange durch, bis ich im Lager bin. Wird eng. Wird eng. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert.
Ja. Schade. So, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Geldbetrag entfernen 2834. Upsala. Füllen mit Kalk. Let's go. Okay, er ist jetzt im Vorgewende. Ah, vielleicht haben wir nicht mehr allzu lang, Freunde. Ich meine, hier unser Waltra, der kann ja das hier wirklich. Da stürzt er gar nicht, wenn er es über die Nacht macht, ne? So, bei dir geht jetzt schon mal alles raus. Die Molkerei, würde ich sagen, warten wir trotzdem ab. Ja, bei der Molkerei warten wir ab, bis wir alles erledigt haben. Knapp 6000 müssten frei sein. Ah, sind es knapp 5000, wo wir dann frei hätten hier oben. Weil dann haben wir auch, wenn der wieder frei wird mit den Hackschnitzel, dann haben wir auch wieder einen Traktor beziehungsweise den Anhänger. Ja, moin. Flüssigdünger am Hafen jetzt zu Beine für den Toppreis. Schauen wir mal, wie weit hoch der dann geht. Oh, gar nicht, der wird jetzt eigentlich sinken. Ja, ne, dann gehen wir hier aber schnell hin zum LKW. Holen uns den Flüssigdünger natürlich. Und dann werden wir den auch noch schnell verkaufen. Also das kam jetzt überraschend. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Will aber allen Flüssigdünger holen. Das heißt auch den, wo wir schon wieder produziert haben. Aber das dürfte ja relativ leicht vonstatten gehen. Fahren wir einfach hin. Zack. Flüssigdünger 3,5. Passt. Ab zum Lager. So, können wir hier schön wenden. Ach ne, halt, stopp, wir haben das ja in dem Silo drin. Das haben wir, glaube ich, in das Silo reingeschüttet. Richtig. Jawohl, 120.000 Liter. So, Flüssigdünger ist am Bahnhof. Nein, am Hafen. 3283. Okay, wir haben ja. Und das habe ich jetzt einfach gedacht: Bahnhof am Hafen. Ja, da können wir ja dann ganz entspannt hochfahren. So. Ist gut zu wissen, dass wir da die Flüssigkeiten auch einlagern können. Zumindest Flüssigdünger, wenn wir irgendwann die Herbizid, wenn es eine Herbizidproduktion gibt. Die Herbizide. Und so weiter und so fort. Dann ist auf jeden Fall, bis wir oben sind, unser Traktor leer, der Anhänger leer, dann können wir den auch wieder auffüllen oder zum Hof zurückschicken und dann Silage und Heu in ja, in unser Heulager fahren. So, Ballenlager. Ich nenne es jetzt Ballenlager. Wäre es natürlich jetzt auch cool, wenn wir endlich mal mehr, ja, mehr Kühe hätten. Auch am Überlegen, einen zweiten Stall zu bauen. Weil du die Frage gekauft, man Feld 5. Macht das platt. Und setzt dort das alles hin.
Das ist vielleicht noch eine Idee, wie wir das machen könnten. Ja, genau, das machen wir dann auch so. So. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.